Moin Leute, willkommen im Bruderland. Im heutigen Video geht es um das Thema Smart Plug. Das ist eine smarte Steckdose für Amazon Echos, direkt von Amazon hergestellt. Kostenpunkt normalerweise irgendwie 30 Euro. Letztens gab es so eine Aktion, wo irgendwie Amazon Echo-Besitzer das Ding halt irgendwie für 10 Euro bekommen haben. Deswegen habe ich mir das Spaßesbalber geschossen. Und ja, was wir jetzt heute machen werden, ich werde das Ding mal einrichten. Eingerichtet wird das Ganze nämlich mit der Amazon Alexa-App, die man wahrscheinlich eh schon drauf hat auf seinem Smartphone. Und ja, dann werde ich euch mal kurz zeigen, wie das denn so im Alltag funktioniert. Und ja, dann in ein paar Wochen wird es dann vielleicht mal noch das abschließende Fazit geben, ob das Ding jetzt auch so den Langzeittest überstanden hat. Ja, jetzt baue ich mal um. Bis gleich. So, da wären wir auch schon wieder. Ein großartiges Unboxing mache ich jetzt nicht. Ne? Ich meine, das ist jetzt prinzipiell eine smarte Speckdose, die sozusagen per WLAN verbunden wird. Was steht denn hier so? Ja, das 2,4 GHz WLAN wird dafür benutzt. So, mache ich einfach mal auf. Amazon Smart Easy Unpacking Verpackung. So, was haben wir jetzt hier drin? Sieht aus wie nur eine Steckdose. Smart Plug, Smart Plug, Smart Plug. Hier ist das gute Stück. Also wie gesagt, ihr habt eine ganz normale Steckdose hier drin. Hier ist noch ein Punkt, keine Ahnung, was das genau ist. Hier ist noch ein Schalter. Was steht hinten drauf? Maximal 2300 Watt. Mhm. Also wenn ihr das Ding, sage ich mal, irgendwie an einer Spülmaschine und einer Waschmaschine habt, da solltet ihr ein bisschen aufpassen, weil das kann nicht passieren. Das ist meistens bei diesen Steckdosenproblemen, sobald die überladen, dann zerschießt es die, also dann resetten die sozusagen und dann ist die Verbindung weg. Was haben wir hier noch? Bisschen Folie. Hier hinten ist jetzt noch so ein QR-Code dran, mit dem man, glaube ich, die dann pairen kann. Aber das gucken wir uns dann gleich nochmal aus der Alexa-App an. Was die Dinge angeht, hier ist nochmal so ein bisschen Beschreibung. Aber ich gucke mir das jetzt gar nicht großartig an. Ich gucke jetzt einfach in die Alexa-App und schaue mal, ob ich das gebacken bekommt. So, hier sind wir jetzt in der Alexa-App. Ich hoffe, man kann das relativ gut sehen. Dann geht man hier normalerweise auf Geräte und ich möchte ein neues Gerät hinzufügen. So, was haben wir denn? Echo und Alexa, alle Geräte. Einmal zufügen, Geräte hinzufügen. So, und jetzt kann ich auswählen, was ich habe. Und ich vermute mal, wir haben einen Stecker. Welche Marke ist das? Ich glaube, das ist Amazon. So, um Ihre Amazon Smart Plug einzurichten, bitte die Alexa App möglicherweise um die Erlaubnis für den Zugriff auf folgende Funktionen Ihres Mobilgeräts. Bluetooth, Kamera, Standort. Ja, ich sag mal weiter. So, finden Sie den 2D-Strichcode auf dem Stecker. Das war jetzt das Ding hier. So. Ich habe keinen Strichcode, oder? Strichcode scannen. So, machen wir das mal. Na, wo hängt's? Also, er hat es doch gemacht. So, jetzt Steckdose. Jetzt geben wir dem Ding mal ein bisschen Saft, weil ich meine, scannen und gleichzeitig das Ding in der Steckdose ist ein bisschen schwierig. So, sehen wir, was er macht. Also hier blinkt er fleißig. Jetzt wird die Steckdose mit dem WLAN verbunden. Dies kann bis zu einer Minute dauern, na herrlich. So, und da wären wir auch schon. Stecker verbunden. Hat jetzt ungefähr eine halbe Minute gedauert. Machen wir mal fertig. So, und jetzt haben wir hier den Punkt Steckdosen. Nicht draufdrücken. Das Ding heißt jetzt erste Steckdose. So, ihr hört schon, klack, hinten leuchtet das Licht. Und wieder aus. So. Jetzt stecke ich hier einfach mal. So, ihr seht jetzt einfach nur mal so als Vergleich, das ist jetzt sozusagen noch aus. Und jetzt aktiviere ich mal Alexa. Alexa, erste Steckdose an. Und schon hat das Ding Strom. Und jetzt startet mein Fritz-Repeater hier. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Alexa, erste Steckdose aus. Und klack, fertig.
Ja, im Prinzip war es das auch schon. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das war jetzt die Amazon Smart-Steckdose. Ich habe jetzt bisher noch nicht gesehen, dass sie sonst irgendwie eine Funktionalität hat, dass sie zum Beispiel irgendwie den Stromverbrauch wie anzeigt. Das muss ich mir bei Gelegenheit in meiner Nähe anschauen. Aber das war jetzt im Prinzip die Installation. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn es euch interessiert, folgt mich gerne bei Instagram, Twitter und Co. Da seht ihr mal, was ich demnächst noch testen werde. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.